Okay. Jetzt fangen wir mal an. Die Primfaktorzerlegung der Zahl 405. Wie seid ihr daran gegangen? Was habt ihr als allererstes gemacht? Ja. Sehr gut. Also du hast versucht, durch 2 zu teilen. Durch 2 geht nicht. Hast du die 3 probiert. Du bist sozusagen Primzahl für Primzahl abgeklappert. Ne? 3 ist durch 3 teilbar mit dem Quersummentest. 4 plus 5, die Quersumme ist 9. Die Zahl ist durch 3 teilbar. Okay, also 3 mal 135. Sind andere anders vorgegangen? Habt ihr hier eine andere Primzahl genommen? Prinzessin Lillifee? Warum hast du mit der 5 angefangen? Ja, okay. Man sieht bei der Zahl sofort, dass sie durch 5 teilbar ist. Und da kann man auch erstmal durch 5 teilen. Es ist ja egal, in welcher Reihenfolge ihr es macht. Hauptsache am Ende stehen lauter Primzahlen da, die miteinander multipliziert werden. Ne? Hätte man also auch erst durch 5 teilen können. Okay, egal, wir machen weiter. 135, wie geht's weiter? Ja. 3, also wieder durch 3 teilbar. Ne? Quersumme bilden, kommt wieder 9 raus. 1 plus 3 plus 5 ist 9. Also 3 mal 3 mal 45. Ich mache mir hier unten drunter weiter. Olaf? Du hast vollkommen recht. So. Genau. 45 ist 9 mal 5, also 3 mal 3 mal 5. So, und wenn wir die Primfaktorzerlegung jetzt in der, soll ich sagen, kanonischen Form hinschreiben wollen, wie würden wir das jetzt nochmal umformen? Your Amazingness. 3 hoch 5, 3 hoch was? 3 hoch 4, genau. 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Okay, also die Primfaktorzerlegung von 405 ist 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Jetzt machen wir das Ganze noch für die 225. Los geht's. Es müssten sich eigentlich mehr melden, weil ihr alle das richtige Ergebnis habt. Los geht's. Was habt ihr gemacht? Ja. Okay, Moment. Durch 2 geht nicht, klar. Also 3 hast du wieder getestet. Quersummenregel 9 ist durch 3 teilbar, ist 225 durch 3 teilbar. 3 mal? 3 mal 75. Wie geht's weiter? Jemand anders? Jemand ganz anders? Ja. 3 mal 3 mal 25, genau. Bei 75 sieht man ja sofort, dass es 3 mal 25 ist. Man kann natürlich auch nochmal die Quersummenregel machen. 7 plus 5 ist 12. 12 ist durch 3 teilbar, also auf 75. 3 mal 3 mal 25. Und was kommt da raus? Hoppala. Jemand anders? Ja. 3 mal 3 mal 5 mal 5. Und das ist 3 Quadrat mal 5 Quadrat. So. Oh, was für ein Zufall. Die beiden Zahlen haben exakt die gleichen Primfaktoren 3 und 5, nur in unterschiedlicher Anzahl. Okay. So, jetzt gibt es dazu erstmal Fragen? Okay. Jetzt zeichnen wir die Hasse-Diagramme. Und zwar zeichnen wir die gleich so, dass wir GGT und KGV ablesen können. Wer weiß, wie man das macht? Was müssen wir machen?
Ja? Du musst jeweils drei mit zwei werfen, um eins eben auf dieselbe Seite schreiben, sodass die sich dann überschneiden können. Man muss sozusagen gleich strukturieren, also die 3 auf dieselbe Seite, die 5 auf dieselbe Seite, sodass man die, dass sie sich überschneiden können. Wir zeichnen die praktisch überlappend. Das machen wir mal. Wir zeichnen erstmal das Hasse-Diagramm für die 405. Wie habt ihr das Hasse-Diagramm für die 405 gezeichnet? Ja? Also erstmal die 1, damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Psst. Drei hoch 1, 3 Quadrat, 3 hoch 3 und 3 hoch 4. Okay, und dann? Das hier ist 5 hoch 1. Okay. So, das ist schon mal der Anfang vom Hasse-Diagramm. Wie geht's weiter? Ja? Den Punkt hier bestimmt man wie? 3 mal 5 oder 5 mal 3. Ne? In die Richtung gehen heißt immer mal 5, in die Richtung gehen heißt mal 3. Also ist das hier die 15. Wie geht's weiter? Ja, also mal 3 oder mal 5, je nachdem, wie es einem lieber ist. Ne? Das hier ist die 45. Wir haben das ja schon mal hier rückwärts vollzogen, also vorwärts vollzogen. Jetzt gehen wir hier wieder rückwärts. Das heißt, welche Zahl steht hier? Ja? 135, genau, 3 mal 45. Und dann haben wir hier oben die 405. Okay. Was sieht man hier? Welche Zahlen sind das? Diese Zahlen, die hier stehen, haben alle eine Gemeinsamkeit, nämlich welche? Ja? Man sieht die Primfaktorzerlegung von der 405, genau. Also das sieht man einfach durch die Endpunkte hier, ne? 3 hoch 4 mal 5 hoch 1 ist die Primfaktorzerlegung. Aber woran sieht man es noch? Ja, oder was sieht man noch? Ja? Genau. Das sind alle Teiler der Zahl 405. Alle. Gibt nicht mehr. Ne? Jeder Teiler der 405 ist irgendeine Kombination aus 3 hoch irgendwas mit kleiner gleich 4 und 5 hoch irgendwas mit kleiner gleich 1. Das haben wir letztes Mal im Stream haben wir das auseinanderklamüsert. Wer das nicht weiß, wer nicht gesehen hat, das YouTube-Video wird demnächst noch online gestellt. Also man sieht sozusagen, alle Teiler der 405 sind in diesem Hasse-Diagramm. Das ist wichtig, behalte das im Hinterkopf. Okay, jetzt machen wir das Hasse-Diagramm der 225 und weil wir ein bisschen faul sind, zeichnen wir das hier mit rein. Was müssen wir machen, wenn wir das Hasse-Diagramm der 225 zeichnen wollen? Ja? Da muss man. Genau, wir brauchen. Ja? 3 hoch 2 mal 5 hoch 2, das heißt, 3 hoch 2 mal 5 hoch 2 hier. So, ne? Welche Zahl steht hier? Prinzessin Lillifee? Die 225, genau. Jetzt fehlt noch eine Zahl, die hier. 75, genau. Okay. So, ich mache das hier mal so gelb noch fertig, dass man sieht, dass sich das hier überlappt. Also, wir haben das weiße Hasse-Diagramm, das Hasse-Diagramm der 405 und das gelbe Hasse-Diagramm. Das Diagramm der 225. Kleine Seitenbemerkung. Denkt dran, Farben zu verwenden.
Ne? Man sieht einfach mehr, wenn man unterschiedliche Farben verwendet. Okay. Welche Zahlen sind in dem gelben Diagramm? Welche Zahlen, welche Eigenschaft haben alle Zahlen im gelben Diagramm? Ja? Das sind alle Teiler von 225, genau. Alle Teiler von 225, das heißt die weißen Zahlen im weißen Diagramm, alle Teiler von 405, die Zahlen im gelben Diagramm, alle Teiler von 225. Welcher dieser Teiler ist der größte gemeinsame Teiler von beiden Zahlen? Ja? Die 45. Warum die 45? Ja, 45 ist beides mal ein Teiler von den beiden Zahlen. Also ist es ein gemeinsamer Teiler. Warum ist es der größte gemeinsame Teiler? Liliane Susewind? Das ist die größte Zahl, die bei beiden vorkommt. Genau. Wo finden wir denn die gemeinsamen Teiler? Wo finden wir denn die gemeinsamen Teiler? Ja? Hm? Alle, die mit weißer und gelber Linie verbunden sind, ich mache das jetzt hier mal orange, diese hier, dieser Bereich, sind die gemeinsamen Teiler, ne? Das sind Teiler sowohl von der 405 als auch von der 225. Gemeinsame Teiler. Und der größte gemeinsame Teiler ist die größte Zahl in dem Überlappungsbereich. Ja, und da geht man halt so weit wie möglich in die eine Richtung und so weit wie möglich in die andere Richtung, ohne den überlappenden Bereich zu verlassen. Und an der Spitze findet sich der größte gemeinsame Teiler. Okay. Gibt es dazu Fragen? Online wird gefragt, dürfen wir in der Klausur dann auch ein Hasse-Diagramm für beide Zahlen machen, wenn es geht? Ja, natürlich. Ne? Ihr dürft auch in der Klausur, wenn ihr den GGT bestimmen wollt, auch das per Hasse-Diagramm machen. Es gibt allerdings eine schnellere Variante, die gucken wir uns gleich am Ende nochmal an. Ja? Ihr dürft es auch kippen und auf Kästchen malen, ja. Man zeichnet das üblicherweise so, aber wir müssen uns ja nicht an das halten, was andere Leute sagen, was man machen soll. Okay. Wie finden wir das kleinste gemeinsame Vielfache? Olaf. Wenn man jetzt bei den Hasse-Diagrammen bleibt, könnte man sagen, man wir ergänzen das zu einem Rechteck. Okay. So. Wollen wir erstmal die Zahlen ranschreiben? Welche Zahl steht hier? Kleine Erinnerung. Kopfrechnen üben. Liliane Susewind. Bitte. Fast? Ja? 675, genau. Hast du wahrscheinlich verlesen, ne? 225 mal 3 ist 600, also 200 mal 3 ist 600, 25 mal 3 ist 75, 675, genau. Welche Zahl steht hier? Rechnen wir jetzt 405 mal 5 oder 675 mal 3? Was einfacher? Immer schauen nach Situationen, wie man geschickt rechnen kann. You amazing, ne? Du findest 675 mal 3 logischer. Okay, na gut. Was kommt dann raus? Sehr gut. Olaf? 405 mal 5, ein bisschen einfacher, weil... Okay, was kommt raus? 2025. So.
Ja? Das KGV, genau. Das ist das KGV. Das ist das KGV von 405. Na, 405 und 225. Okay. Warum? Ja? Ja? Genau. Ja, genau, klar. Ja, wenn du diese Zahl mit dieser multiplizierst, kommst du dahin, ne? Ja, genau. Du kannst auch 81 mal 25 nehmen. Nur häufiger ist es einfacher, die Zahlen, die hier stehen, mit kleineren Zahlen zu multiplizieren. Ja? Aber ja, man könnte auch die 45 mal 9 mal 5 nehmen oder so. Unterschiedliche Varianten, wie man da hinkommt. Okay, warum ist das das kleinste gemeinsame Vielfache? Ich führe euch mal, ja? Das ist die letzte Zahl, die man mit beiden zusammen ausrechnen kann. Okay, ja, du denkst richtig, genau. Welche Zahlen sieht man denn jetzt hier überall? Welche Zahlen sieht man hier überall? Welche stehen hier? Olaf. Nee. Ja. Nee, alle Zahlen, die hier stehen, sind. Ja. Ja. Genau. In dem gesamten Hasse-Diagramm sieht man alle Teiler der 2025. Wir können also schon mal sagen, die 405 und die 675, die 405 und die 225 sind beides Teiler der 2025. Gibt es eine kleinere Zahl in dem Diagramm, von denen 405 und 225 Teiler sind? Olaf schüttelt schon den Kopf. Nee. Die kleinste Zahl, die Vielfaches ist von 405 und 225, ist diejenige, die sich ergibt, wenn man dieses Diagramm vervollständigt. Das heißt, 2025 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 405 und 225. Okay. Also, wenn ihr GGT und KGV bestimmen sollt, wäre eine Variante, ihr macht die Primfaktorzerlegung, ihr zeichnet die Hasse-Diagramme und schaut den größten gemeinsamen Teiler, lest ihr ab am größten Element des Überschneidungsbereichs und das kleinste gemeinsame Vielfache, dem ihr ergänzt. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist die aufwendige, umständliche Möglichkeit. Es geht einfacher. Das ist aber eben die anschauliche. Hieran versteht man, wie die ganzen Zahlen zusammenhängen. Okay? Jetzt erarbeiten wir uns noch einen Zusammenhang, der es uns ermöglicht, das Ganze schneller und einfacher zu berechnen. So. Ich schreibe die Primfaktorzerlegung nochmal an der beiden Zahlen. Eigentlich brauche ich das Hasse-Diagramm noch. Wartet mal. Nee, nee. Muss gerade mal schauen, wie das hier vom Platz her klappt. Ansonsten verschiebe ich einfach die Kamera. Okay, super.
Oha, ich habe kein WLAN mehr. Jetzt habe ich es wieder. Okay, hoffen wir mal, dass es wieder klappt. Okay. Ich schreibe nochmal die Primfaktorzerlegung hier hin. 405 ist gleich 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Und 225 ist gleich 3 Quadrat mal 5 Quadrat. Ja, nee, das war orange, haben wir da genommen. Moment. So. Der GGT von beiden Zahlen ist ja 45, ne? So. GGT ist 45. Wenn ich den GGT der beiden Zahlen bestimmen will, den haben wir schon bestimmt, das ist 45, richtig? Was ist die Primfaktorzerlegung der 45? Ja? 3 hoch 2 mal 5 hoch 1. Woran sieht man das am Hasse-Diagramm? Primfaktorzerlegung der 45? Your amazingness? Von der 45 bis hierhin, das ist 3 Quadrat. Und bis hierhin ist 5 hoch 1. Oder anders gesagt, wir gehen von der 1 los, solange wir noch im Überlappungsbereich sind. Und hier enden wir bei der 3 Quadrat. Und dann gehen wir in die andere Richtung, solange wir noch im Überlappungsbereich sind. Und hier enden wir bei der 5 hoch 1. Könnt ihr an den Original-Primfaktorzerlegungen der beiden Ausgangszahlen ablesen, die Primfaktorzerlegung des größten gemeinsamen Teilers? Wer sieht das? Hier oben an der Primfaktorzerlegung von den beiden Zahlen, welche Primfaktorzerlegung der GGT hat. Ja? Nochmal? Genau, man geht Primzahl für Primzahl durch und nimmt sich diejenige mit dem kleineren Exponenten. 3 Quadrat und 3 hoch 4. Da ist 3 Quadrat die kleinere von beiden. Im Hasse-Diagramm habe ich einmal 3 hoch 4 und einmal 3 Quadrat. Die kleinere von beiden markiert den Endpunkt des Überlappungsbereichs. Okay? Ich kann bis 3 Quadrat gehen und 3 Quadrat ist kleiner als 3 hoch 4, deswegen endet hier der Überlappungsbereich. Ich muss also hier die kleinere von beiden nehmen. Und in die andere Richtung genauso. Ich gehe bei der 1 los, solange ich noch im Überlappungsbereich bin und der endet bei der kleineren von beiden. Also beim kleineren von beiden Exponenten oder Primzahlpotenzen. Und das ist in diesem Fall die 5 hoch 1. Ja? Ich schaue mir die Primfaktorzerlegung der beiden Zahlen an und nehme für jede Primzahl die Primzahlpotenz mit dem jeweils kleineren Exponenten. Okay. Wie sieht es mit dem KGV aus? Sieht jemand, was wir da nehmen müssen?
Ja? Den größeren von beiden. Warum? Die gleiche Logik. Man geht sozusagen die einzelnen Primzahlpotenzen ab und endet jeweils beim größeren von beiden, also hier bei 3 hoch 4 und da bei 5 Quadrat, um den Endpunkt hier oben rauszukriegen. Das heißt, man nimmt jetzt hiervon jeweils den größeren von beiden und auch hiervon. Das KGV von 405 und 225 ist gleich, was haben wir da? 2025 ist gleich 3 hoch 4 mal 5 Quadrat. Okay. Das heißt, wenn ihr GGT und KGV bestimmen wollt, über die Primfaktorzerlegung, könnt ihr euch das Zeichnen des Hasse-Diagramms sparen. Weil ihr einfach nur jeweils für den GGT die kleineren von beiden und für den KGV die größeren Primzahlpotenzen miteinander multiplizieren müsst. Ja? Mini-Frage. Wenn ich jetzt bei irgendwelchen anderen Zahlen nochmal eine andere Primzahl dabei hätte, die bei der Ja, das ist eine typische Frage, genau. Was wäre denn, wenn jetzt hier oben noch, modifizieren wir mal die Zahlen, angenommen, es wäre hier eine andere Zahl und hier würde stehen mal 7 hoch 1 und da oben wäre keine 7 mit dabei. Dann denkt man sich hier eine 7 hoch 0 und verfährt genauso. Dann nimmt man beim GGT die 7 hoch 0 mit dazu, was ja nichts macht, weil es einfach mal 1, genau, und bei dem KGV die 7 hoch 1. Okay. Jetzt machen wir mal was Spaßiges. Ich weiß nicht, ob es spaßig ist, aber was Interessantes. Wir multiplizieren mal A mal B. Also sagen wir mal, das hier ist A und das hier ist B. Okay, A mal B ist 405 mal 225. Wenn wir jetzt 405 und 225 durch die Primzahlpotenzen ersetzen, was muss ich dann da hinschreiben? 405 statt 405 kann ich was schreiben? Ja? 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Genau. Und ich nehme gleich mal die ganzen Farben noch mit. Was war's? Orange und Pink. 3 hoch 4 mal 5 hoch 1. Und für die 225 schreibe ich was? Ja? 3 hoch 2 mal 5 hoch 2. Okay. Ich multipliziere die beiden Zahlen miteinander. Was bedeutet, ich multipliziere alle Primfaktoren miteinander, alle Primfaktorpotenzen miteinander. Und jetzt habe ich hier ein Produkt von Zahlen. Da darf ich tauschen, oder? Ich darf die wild durcheinander tauschen, in verschiedenen Reihenfolgen miteinander multiplizieren. Ja, dann schreibe ich doch zuerst mal die 3 Quadrate hin, weil ich da Lust drauf habe, nehme ich die zuerst. Und dann die 5 hoch 1. Und dann, was nehmen wir dann? Die 3 hoch 4. Und dann die 5 Quadrat. Okay? Habt ihr einfach miteinander vertauscht. Sieht jemand was? Was multipliziere ich hier miteinander? In der letzten Zeile, wer sieht's?
Wer sieht's? Was multipliziere ich hier miteinander? Ja. GGT und KGV. 3 Quadrat mal 5 hoch 1 ist der GGT von den beiden Zahlen. Und diese beiden Zahlen multipliziert miteinander ist das KGV. Das heißt, hier steht GGT von A und B mal KGV von A und B. Klar, für den GGT nehme ich jeweils die kleineren Primzahlpotenzen, für das KGV nehme ich jeweils die größeren Primzahlpotenzen. Das heißt, wenn ich GGT und KGV miteinander multipliziere, habe ich alle Primzahlpotenzen von hier oben miteinander multipliziert und das ist letzten Endes nichts anderes, als die beiden Zahlen miteinander zu multiplizieren. A mal B ist immer, das haben wir jetzt nicht allgemein bewiesen und hier ein Beispiel, aber das kann man allgemein beweisen, A mal B ist immer das Produkt vom GGT und vom KGV der beiden Zahlen. Erinnert ihr euch an die Anfangsfrage heute? Ich schreibe das nochmal ein bisschen prominenter hin. Wartet mal. A mal B ist gleich GGT von A und B mal KGV von A und B. Erinnert ihr euch an die Ausgangsfrage vorhin? Heute Morgen, eine der Fragen war, warum ist das KGV nicht immer kleiner als das Produkt von A mal A und B? Wir haben gesagt, nee, es gibt auch Fälle, in denen A mal B gleich dem KGV von A und B ist. Wann ist das der Fall? Wann ist A mal B gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B? Ja? Ja gut, war ein Versuch, genau. Lieber versuchen, als nicht versuchen. Ja? Wenn der größte gemeinsame Teiler 1 ist. Wenn die beiden Zahlen teilerfremd sind. Wenn der größte gemeinsame Teiler 1 ist, dann ist A mal B gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von A und B. Wir hatten vorhin das Beispiel 3 und 7. Erinnert euch? 3 und 7, größte gemeinsame Teiler von 3 und 7 ist 1. Also ist 3 mal 7 gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von 3 und 7. Okay. So. Wir haben jetzt ein Verfahren besprochen, wie man GGT und KGV bestimmen kann. Primfaktorzerlegung. Von mir aus Hasse-Diagramm machen, braucht man aber eigentlich nicht. Primfaktorzerlegung analysieren, GGT und KGV hinschreiben und ausrechnen. Das wäre eine Variante, das ist aber die umständliche. Was ist die viel schnellere Variante, um den GGT zu bestimmen? Auch Gegenstand des Kapitels. You're amazing, das. Der euklidische Algorithmus. Sukzessive nacheinander Division mit Rest, solange bis der größte gemeinsame Teiler rauskommt. Es wurde vorhin gefragt, gibt es auch einen Algorithmus für das KGV, sowie den euklidischen Algorithmus? Jein, es gibt keinen parallelen Algorithmus in dieser Art, aber wenn man den euklidischen Algorithmus anwendet, um den GGT zu bestimmen, dann habe ich schon den GGT. Was mache ich dann, um das KGV zu bestimmen? Ja? K
KGV von A und B, wir stellen die Formel um, ist gleich was? A mal B geteilt durch den GGT von A und B. Genau. Ja, euklidischer Algorithmus, ratzfatz hat man den GGT und dann nimmt man A mal B durch den GGT. Und aufgepasst, der größte gemeinsame Teiler von A und B teilt ja sowohl A als auch B. Ihr könnt also erstmal A oder B durch den GGT teilen und anschließend multiplizieren. Ihr müsst nicht erst A mal B rechnen, um dann durch den GGT zu teilen.